Hallo, mein Name ist Blackwitch und ich begrüße euch heute zu einem weiteren NPC-Lore-Teil, dem Aschenbringer. Ja, ich will noch ein paar Worte vorne rein sagen. Und zwar will ich mich natürlich erstmal entschuldigen, dass es jetzt wieder ein bisschen gedauert hat. Ich hatte ja eigentlich mal vor ein paar Videos gesagt, dass ich alle Woche ein Video hochladen will, aber dass das leider nicht klappt. Und jetzt momentan war halt die Situation, dass ich ein Virus drauf hatte, dass ich das komplette System neu machen musste. Es hat eine Weile gedauert. Muss wieder alles neu besorgen und deswegen hoffe ich, dass ihr mir verzeihen könnt. Nichtsdestotrotz fangen jetzt langsam die Sommerferien an und jeder von euch wird auch nicht jeden Tag vorm PC zocken. Genauso wenig werde ich das tun. Das heißt, ich werde auch meine Ferien nutzen und etwas die Produktion verlangsamen. Ich denke mal, spätestens am Ende der Sommerferien wird es dann so langsam weitergehen. Kann aber eigentlich auch relativ egal sein. Ich finde es nur sehr wichtig, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr halt die nächsten 3 Monate wegen mir nicht auf YouTube gucken müsst. Oder wie lange auch die Sommerferien gehen werden. Weil ich bin ja schon länger aus der Schule raus. Nichtsdestotrotz werde ich sie nutzen und spätestens im Juli, denke ich mal, werde ich mich dann wieder zurückmelden. Also mit Mitte Juli, das sind so gut 3-4 Wochen, könnt ihr ruhig. Müsst ihr nicht wegen mir auf YouTube kommen. Ganz einfach. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich natürlich, wie gesagt, für die ganze Kritik, auch für die negative Kritik. Denn ich versuche wirklich die Probleme zu lösen und herauszufinden, wie ich dann euch negative Kritiker glücklich machen kann, ohne die positiven Kritiker zu beeinflussen, weil die fühlen sich ja schon wohl. Nichtsdestotrotz, fangen wir mal langsam an. Ihr kennt das, wie gesagt, bereits mit den Bildern im Hintergrund und vielleicht noch ein bisschen Video und mal schauen, was wir noch so alles bringen können. Wenn ich mich ein bisschen verhaspel, tut mir das leid, weil ich bin ein bisschen aus der Geschichte raus. Ich spiele jetzt schon seit gut einem Vierteljahr kein World of Warcraft mehr. Es ist einfach die Luft raus und trotzdem versuche ich natürlich die Lore so gut es geht wie möglich wieder zu spiegeln und fange einfach mal an. Also das Schwert war ja nicht einfach da, sondern es wurde entdeckt von Alexandros Morgraine, dem Mitbegründer des Scharlachroten Kreuzzugs. Der hatte ja auch noch 2 Söhne, Reynold und Darion, wobei es noch ein paar Gerüchte gibt, ob es nicht noch einen 3. gibt. Und darauf kommen wir noch ein bisschen später zurück. Das ist ja alles so ein bisschen Blizzard Storyline, ist ja Storyline lastig, sag ich mal. Doch wir wollen ja jetzt hier wissen, wie es überhaupt zu diesem legendären Schwert kam und wie oft der Besitzer gewechselt wurde und so weiter und so fort. Also wie gesagt, der Aschenbringer wurde einst geführt von Alexandros Hochlord Morgraine und er stammt aus einem Kristall, den Morgraine einem Ork während der Schlacht am Schwarzfels abnahm. Könnt ihr auch in einem Film von Martin Pfeil gucken, der richtig geil ist, nämlich Tales of the Past 2 und 3. Ist so ein bisschen Geschichte vom Aschenbringer von Lichtking. Könnt ihr gerne mal gucken, ist eigentlich recht geil gemacht, finde ich. Kann wirklich zu empfehlen, ohne Werbung zu machen. Und ja. Auf jeden Fall die dunkle Aura dieses Kristalls, den er dort gefunden hatte, verstümmelte Morgraines Hand. Die war halt jahrelang halt krank und viele Jahre später, als Gerüchte über eine Seuche in den Nordlanden umgingen, suchte Morgraine bei seinen Freunden Rat bezüglich des Kristalls. Einer davon, der spätere Hochinquisitor Schönhofer, meinte, der Kristall wäre dämonisch und schoss einen Strahl heiliger Energie auf ihn ab. Zu dem Erstaunen glühte der Kristall hell auf und Morgraines Hand verheilte in Sekundenschnelle. Dieses Event könnt ihr auch in HDZ, lass mich lügen, 2? Vogelbürge des alten Hügellandes heißt das, müsste bei den Crusade sein. Wie gesagt, das ist ein bisschen länger her. Dort in der Taverne bei Süderstade könnt ihr das mitverfolgen. Wird das auch sozusagen nochmal nachgespielt. Morgraine beschloss, den Kristall in Schwert zu schmieden, um gegen kommende Gefahren gewappnet zu sein. Und mit Magni Bronzebart hilfefertigte er den Aschenbringer.
Genau, er ging damals dann nach Eisenschmiede, weil er wusste, dass halt Magni mit einer der besten Schmieder der Welt, der Online-Welt ist. Man muss ja eben teilweise aufpassen, was man sagt. Und hat ihn halt dazu beauftragt und der hat es dann geschafft. Den Namen Aschenbringer hat er einfach nur dadurch erhalten, weil er einfach ja, die Feinde in Asche verwandelt hatte, sage ich jetzt mal so. Genauer gesagt, den Spitznamen von seinen Soldaten, nachdem sie im Kampf sahen, wie er mit heiligem Licht eine glühende Schneise der Vernichtung in seine Gegner schlug und so von seinen Feinden nicht als Asche zurückließ. Ne? Morgans Sohn erwies sich jedoch nicht als so standhaft und rein wie sein Vater. Er unterlag dem Einfluss des obersten Kreuzzüglers, welcher einen Handel mit Balthasar abgeschlossen hatte, um Morgrin in die Falle zu locken. Er half den Untoten einen Hinterhalt für seinen Vater, den Hochlord zu legen, bei dem Morgrin umkommen sollte. Lediglich Morgans treueste Begleiter Schönhofer und Morgans Sohn selbst begleiteten den Legendären in die verdammte Stadt Stratholm, wo die Falle zuschnappen sollte. Genau. Reynold wurde damals sozusagen so ein bisschen verdorben von Balthasar selbst, auch ein bisschen auch durch diesen Hochinquisitor, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ist mir auch egal. Und hat sich dann sozusagen selber den Ruck gegeben, seinen Vater sozusagen umzubringen, weil er halt die Macht des Aschenbringers haben wollte. Und naja, darauf kommen wir jetzt gleich zurück. Kurz nach der Ankunft der kleinen Truppen neutralisierten sich die Untoten, stürzten sich mit Inbrunst auf Morgrin und starben. Mehr als 1000 Gegner wurden von dem mächtigen Hochlord und seinem legendären Schwert dahin gemetzelt. Jedoch hatte Morgrin nicht mit der Niederträchtigkeit seines Sohns gerechnet. Während der Hochlord seinen treuen Begleiter Schönufer und den zahlreichen Leichen suchte, nahm Morgrins verdorbener Sohn das Schwert seines Vaters an sich und rammte es ihm von hinten durchs Herz. Die einst reine Klinge und da unterbar mit seinem Besitzer verbunden, wurde durch diesen unglaublichen Akt des Verderbens Verrats verdorben. Aber nicht nur das Schwert, auch der Hochlord wurde durch diese Tat korrumpiert und zu einem Vasallen von Kel'Thuzad, einem Todesritter. Wie das Ganze wirklich jetzt vonstatten geht, kann ich euch gleich erzählen. So ganz schnell funktioniert das nicht. Also, Reynold stößt den Aschenbringer in Morgrains seinen Rücken. Dieser kann das Schwert aus irgendwelchen Gründen und warum auch immer nicht aufnehmen, will es vielleicht gar nicht mehr, weil er dann bemerkt hat, was er getan hat, und lässt es dort liegen. Und Morgrain selber liegt dort nun also tot, und Kel'Thuzad, der ja über die östlichen Pestländer in dem Moment herrschte, über Stratholm und so weiter und so fort, hat ja das ganze Spektakel mit angesehen, sieht dann, dass er tot ist, weiß, dass die Waffe an sich richtig heftig ist und will sie für sich beanspruchen, und deswegen geht er dort runter mit ein paar Aro, genau, Wiedererweckern und sozusagen in der WoW-Sprache hin retzt ihn, und dadurch wird er halt zu diesem Todesritter. Und das Schwert wird durch diese Neuauferstehung halt verdorben, und deswegen heißt verderbter Aschenbringer im Endeffekt. Nachdem Schönhöfer sich befreit hatte, eilte er ins Schafhote Kloster, um dort dem vom Verrat des obersten Kreuzlügers zu berichten. Nach kurzer Zeit erhalte er auch den Schönhofer, der Tod durch Verrat, doch gelang es ihnen zuvor, einige Anhänger des Klosters von dem Hinterhalt zu berichten, der daraufhin die Agentendämmerung als Gegenbewegung zum nun verdorbenen Scharlachrotenkreuz zu gründeten. Genau. Ihr konntet bis zu Burning Crusade selbst. Ja, genau. Morgan besiegen. Jetzt gibt es das Schwert nicht mehr, sogar noch bis Festungsfähig ging, fällt mir gerade ein. Und konnte das Schwert bekommen. Das war damals ein Epic, also ein Lila. Und da wollte man eigentlich eine Geschichte reinbringen, dass man das verwandeln kann in ein Legendary, doch die wurde nie interpretiert. Die Gründe will ich euch gleich erklären.
Und zwar hat man sozusagen als Blizzard Entertainer oder als Blizzard Mitarbeiter gedacht, dass es eigentlich recht cool wäre, wenn man dieses Schwert noch reinigen könnte. Damals war ja noch nicht so viel wirklich Geschichte darüber bekannt, beziehungsweise wollte man nicht preisgeben, wie das Ganze so zustande kommt, sondern sollte auch mit einer der ersten Legendaries sein. Der erste Grund ist, es gab schon eine Legendary, sogar schon mehrere. Es gab Sephiroth, es gab Sunderfury, dann gab es noch Arthi-Ash, was auch noch in Nax gab. Und dann noch ein zweites Legendary in derselben Instanz war schon ein bisschen schwer. Andererseits ist es jetzt storyline-mäßig nicht so ganz verkraftbar, denn wenn wir wissen, Reynold, also, nee, warte mal, man soll das Schwert zum Kloster bringen und dann den verlorenen Sohn, den sogenannten dritten Sohn, in der Schermenwelt suchen. Doch diese Quest wurde dann von Blizzard selber nie nachgestellt. Rein storyline-mäßig wird über einen dritten Sohn nirgendwo etwas verraten, aber ich habe die vage Vermutnis, dass es vielleicht doch einen gibt. Vielleicht sogar Tyrion himself, man weiß es nicht so genau, dass er dann irgendwie seinen Namen geändert hat oder was auch immer. Und den Nachnamen kann man ja bezüglich auch in der Realität ändern, also warum nicht auch im Game. Und das wäre für mich halt relativ simpel, denn das Schwert wurde ja immer weitergegeben, also von Morgraine dann zu dem verderbten Morgraine, der dann in der Nax stand. Dann kam Darion, wusste, dass irgendwie sein Vater tot ist von seinem Bruder Reynold her, hat auch mitbekommen durch irgendwelche Pilgerer, dass er sich in Nax Ramas aufhält, ist da dort hineingegangen, fliegende Festung, wie auch immer, da gibt es einen Teleporter, okay, und hat sozusagen seinen Vater, ja, getötet und dadurch halt die Seele des verderbten Aschenbringers von Alexandros Morgraine geheilt. Und er selber nimmt dann das Schwert an sich. Den verderbten Aschenbringer wird in dem Moment durch den Lichtkönig selber zu, naja, noch nicht ganz, fast zum Todesritter. Und sein Vater wurde befreit, seine Seele wandelt angeblich heute immer noch in Nax Ramas rum oder wo auch immer. Auf jeden Fall, der Geist von Morgraine lebt und der Torso soll wohl auch noch in Nax Ramas irgendwo liegen, wenn man die beiden wieder zusammenfindet, dann wäre das Ganze sehr sinnvoll. Auf jeden Fall, Darion ging dann raus und dort draußen warteten schon der Lichtkönig und so weiter und so fort, die sich dann das Gemetzel um die Kapelle des Lichts widmeten gegen Tyrion. Doch Tyrion hatte keine wirkliche Idee, sondern der Geist von Reynolds, seinem Vater, erschien auf dem Feld und predigte ihn, dass er selber doch eigentlich nicht dieses hätte wahrnehmen sollen, diesen Kampf, sondern eigentlich doch viel besser dran ist als der Lichtkönig und befreit ihn sozusagen. Dann taucht auch noch Arthas auf und Darion versucht sich gegen ihn aufzulehnen, als er endlich merkt, dass er eigentlich im Nachteil ist und schleudert ihm den Effekt aus reiner Verzweiflung und einer Wissen, dass Tyrion eigentlich der Herr des Lichts ist, Tyrion das Schwert so, dieser reinigt durch seine extreme heilige Kraft und durch seinen super Glauben reinigt er das Schwert zum wieder gereinigten Aschenbringer und kann damit Arthas in die Luft schlagen. Bis heute hat Tyrion noch das Schwert. Zu Tyrion selber, er hatte mal Verrat begangen an einem Ork und zwar müsste ich jetzt lügen, wie der Name war, auf jeden Fall hat er ihn befreit, wurde dann ins Exil geschickt, irgendwann wiederentdeckt in den östlichen Pestländern und seitdem sozusagen wieder an der Front gebraucht. Das Ganze ist relativ verwirrend, aber ich denke trotzdem, dass vielleicht Tyrion der dritte Sohn von Morgraine ist, denn es gibt eigentlich nicht viele Leute, die die Macht dazu besitzen, den Aschenbringer zu reinigen. Und
Wenn es so einfach wäre, dann hätte man es früher auch machen können, in der Story mäßig. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben ja jetzt so ein bisschen die ein paar Lücken geschlossen, die es gibt, finde ich. Und ich gehe davon aus, zu 75% wird Blizzard in-game auch noch ein bisschen die Geschichte weiter vorantreiben, denn da sie hat noch wirklich sehr viel Potenzial. Reynold lebt jetzt mittlerweile im scharlachroten Kloster, wird mit Mist of Pandaria wohl, wie es aussieht, rausgenommen. Weiß ich jetzt noch nicht sonderlich viel drüber, ich habe mich darüber noch nicht so wirklich informiert. Darion selber ist jetzt in der Geschichte entweder für die Todesritter-Quest zuständig, um diese zu rekrutieren, oder eben nicht. Und Tyrion, wie gesagt, würde ich sagen, wird zu 75% irgendwann wieder einen Fehler begehen oder das Schwert verlieren. Ich war ja auch gegen Arthas aktiv, gegen Frostgram, was uns auch dann fast zum Ende bringt. Weil nämlich Frostgram ist ein ebenbürtiges Schwert wie der Aschenbringer. Es muss immer jemanden geben, der das Schwert weiterführt. Sozusagen wie bei Piraten der Karibik mit dem Flying Dutchman, dass immer ein neuer Captain geben muss. Ungefähr genau so kann man das sehen, wer es gesehen hat. Und bei Frostgram hat das ja Bolvar erledigt, der im Kampf gefallen ist. Und beim Aschenbringer hat das halt Tyrion übernommen und so wurde halt immer weiter rumgereicht. Beziehungsweise kann auch noch vordringen, denke ich mal, verderbt werden. Irgendeiner mag ihn nicht mehr und kann ihn töten. Dadurch würde man den Aschenbringer halt wieder verderben und man hätte dieselbe Ausgangslage wie vorher. Bloß wüsste man jetzt, wie es funktioniert. Nichtsdestotrotz kommen wir langsam zum Schluss. Ich denke, dass ich eigentlich alles erzählt habe, was es zu geben muss. Obwohl dieser Kristall, womit das Schwert geschmiedet wurde, war von einem Naru. Die kennt man ja aus Shadrach vielleicht noch. Einem toten Naru, wie zum Beispiel jetzt in Nakan noch einen gibt. Bloß dieser war halt extrem böse, kann man sagen. Ja, und der wurde ja dann halt gereinigt. Beziehungsweise, ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es noch einige Narus auf dieser Erde, die im Sterben liegen, die man aber nicht töten möchte. Unter anderem, wenn man so schlau gewesen wäre, mit dem Sonnenbrunnenkristall von dem Naru mal abzuhauen, dann hätte man noch einen zweiten Aschenbringer herstellen können. Obwohl Magni ja eist wurde, gibt es ja die Story, dass halt noch jemand anderes den Aschenbringer schmieden kann, nämlich der dritte Sohn. Und da kommen wir dann wieder auf Tyrion zurück, also das ist eigentlich alles eine Schnecke. Obwohl Tyrion nie ein Schmied war, aber ich denke trotzdem, er hatte genug Zeit, irgendwas zu lernen, beziehungsweise seine Deckung nicht aufzugeben. Ja, wie gesagt, wenn ich noch irgendwas vergessen habe in der ganzen Storyline um Darion, um Reynold, um Morgraine und wen auch immer, um Fordring vielleicht noch, bezüglich auf den Aschenbringer, würde ich mich dann langsam wieder verabschieden und sozusagen aufs nächste Thema kommen. Daher, dass ich es ja schon angesprochen habe, dass es sozusagen das Gegenüber vom Frostgram ist, würde ich sagen, machen wir als nächsten Lore-Teil dann Arthas und Frostgram, die Geschichte von ihm, aber wie gesagt, dann alles erst Mitte Juli mäßig so rum, Anfang August, denke ich mal. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, schreibt mir weiter Kommentare, ob positiv oder negativ. Ich lese mir das gerne durch, versuche das Ganze zu bearbeiten. Ihr könnt mir auch gerne Post senden. Ansonsten abonnieren, bewerten, Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr das alles schon kennt. Und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und guten Abend und wie auch immer. Und ihr wisst ja, es gibt viele Bücher von World of Warcraft, viele Videos von World of Warcraft. Da sind jetzt, wie gesagt, für den Aschbringer zuständig. Tales of the Past 2 und 3. Der Comic The Aschbringer von Blizzard Entertainment damals rausgebracht. Dann noch die allgemeine Story von in World of Warcraft selber Hochland, Vorgebildetes Hochland zu bei den Crusade-Zeiten, eine Heroic-Instanz.
und so weiter und so weiter. Googelt euch einfach mal ein bisschen durch, da findet ihr noch ein bisschen was. Es gibt auch viel zu Fallring. Entschuldigung. Gut, dann wünsche ich auf jeden Fall, wie gesagt, einen schönen Tag. Macht nicht das, was ich nicht auch machen würde. Und zudem nach würde ich sagen, auf Wiedersehen und schönen guten Tag wünscht euch euer Blackridge. Bis demnächst. Tschüss.